Hallo meine lieben Wasserzeichen, herzlich willkommen zu eurem Löwe-Portal-Special. Wir haben jetzt am 8.8. das Lion Gate und das ist immer so ein sehr großes astrologisches Happening, auch ein sehr großes energetisches Happening. Und das kann sich für jeden irgendwie anders darstellen. Zum einen kann das sein, dass es wirklich ein Energieumschwung ist, dass es ein Energienwechsel ist, dass es in irgendeiner Art und Weise ein Push ist, einem eine neue Idee kommt. Löwe-Energie steht für Kreativität, steht für Selbstbewusstsein, dass man irgendwie so eine Art Rückenwind vom Universum bekommt. Auf der anderen Seite, gerade jetzt mit dieser Vollmond in Wassermann-Energie, kann es sein, dass man wirklich eine Antwort erhält, ob im Außen oder in sich, auf eine Frage, die man sich stellt, dass man seine Einstellung zu etwas oder seine Sicht auf etwas vielleicht verändert. Und je nachdem, was es für die einzelnen Elemente sein möchte, schaue ich jetzt mal nach, welche Energien denn für dieses Löwe-Portal für euch zur Verfügung stehen, meine lieben Wasserzeichen. Ich möchte eine Orakelkarte aus meinem Queen of the Moon Oracle für euch ziehen. Das ist einfach eins meiner Lieblings-Orakel-Decks. Und eine Karte als Hauptenergie dazu aus meinem The Muse Tarot. Und dann schauen wir mal, wo die Reise für euch hingeht. Ein ganz kurzer Hinweis an diejenigen, die zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet sind. Hi, schön, dass ihr da seid. Ihr findet alle Infos zu mir und meinen Readings unten in der Infobox, beziehungsweise auch auf meiner Homepage www.earth-11.de. War das richtig? Ich weiß es nicht, aber ihr werdet es finden. Genau, für diejenigen, die interessiert, wer ich bin und was ich mir bei meinen Readings so denke. So, wir räuchern hier nochmal kurz ein bisschen. Das habe ich nämlich gerade vergessen. So viel Zeit muss sein, meine lieben Wasserzeichen. Ich mache immer vor jedem Reading, kläre ich die Energien hier. So, gut. Okay. Gut, meine Lieben. Liebes Universum, ich hätte gerne eine Energie für meine Wasserzeichen zum Löwe-Portal. Eine Energie für meine Wasserzeichen zum Löwe-Portal. Wow. Wunder, wundervolle Energien, meine Lieben. Die Karte Resilience und die Karte Surrender. Bei der Karte Resilience geht es um Belastungen, geht es um Lasten. Dinge, die man mit sich herumschleppt. Und ich fand das sehr interessant, denn als ich gerade Gassi gegangen bin, habe ich gedacht, oh, ich fange heute mal mit den Löwe-Portal-Readings an. Und ich wusste noch nicht, mit welchem Zeichen ich anfing, aber an die Resilience-Karte habe ich tatsächlich gedacht, weil es darum geht, sich wirklich, die zweite Karte ist Surrender, also das Hingeben, das Loslassen, ist wirklich eine Energie, dass ihr die Möglichkeit habt, irgendeine große Last, irgendwas, was ihr mit euch herumtragt, loszulassen, loszuwerden, eine Antwort darauf zu finden. Mit was belastet ihr euch selbst? Was belastet euch in eurem Umfeld? Was in eurem Umfeld ist eine Belastung? Vielleicht bekommt ihr eine Antwort darauf, wie ihr diese Last, diese Belastung loswerdet. Schöne Energie, meine lieben Wasserzeichen. Und ich erinnere mich schon sehr gut an eure letzten Readings. Ich lasse sie hier liegen. Hier ist der Eremit liegen geblieben. Und in euren letzten Readings ging es wirklich nochmal ins Eingemachte. Ich glaube, dass die Krebszeit vor allem für euch Wasserzeichen wirklich nochmal herausfordernd war, dass ihr da wirklich mit vielen Gefühlen, mit vielen Ängsten konfrontiert worden seid oder dass es in irgendeiner Art und Weise ungemütlich war. Und vielleicht seid ihr in den Rückzug gegangen. Der Eremit blieb hier liegen, deswegen lasse ich ihn auch liegen. Vielleicht versucht ihr gerade wirklich Antworten über euch zu finden, Antworten über diese Belastungen. Das können uralte Belastungen sein, meine lieben Wasserzeichen. Das können Dinge sein, die ihr wirklich schon lange, 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 lange mit euch rumschleppt, die sich nun gezeigt haben, damit ihr sie klären und loslassen könnt. Der Eremit, der spricht vom Soul Searching, der spricht von der Innenschau, der spricht von sich selbst kennenlernen, von sich selbst verstehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ihr vielleicht gerade euch ein bisschen im Rückzug befindet, um eben mit all dem, was vielleicht in der letzten Zeit stattgefunden hat,
umgehen zu können, um das irgendwie besser verstehen zu können, um die Aufgabe dahinter erkennen zu können. Aber ich hätte gerne noch eine Karte für meine Wasserzeichen zu diesem Löwe-Portal. Der Ritter der Münzen. Nein, das waren zu viele. Das waren zu viele. Nochmal. Eine Karte noch für meine Wasserzeichen. Liebes Universum. Eine Karte noch für meine Wasserzeichen. Okay, das Universum ist sehr gesprächig. Der Ritter der Münzen ist an der Unterseite des Decks, deswegen lege ich ihn noch raus. Ich habe ihn ja gerade auch schließlich schon erwähnt. Der Ritter der Münzen. Da geht es darum, vielleicht langsam wieder sich auf seinen Weg zu machen, langsam vorwärts zu kommen, sich einen Plan zu machen. Ritter der Münzen, der bewegt sich am langsamsten vorwärts, aber vielleicht ist es wirklich so ein, ich streife jetzt diese Lasten von mir ab, ich gebe das jetzt ab, ich befasse mich damit nicht mehr oder ich habe mich lange genug damit befasst, ich habe wichtige Erkenntnis darüber erhalten und nun möchte sich euer Leben wieder ein bisschen, ja, ein bisschen vorwärts entwickeln. Zwar langsam, wie gesagt, Ritter der Münzen ist eine sehr langsame Energie, aber mit Beständigkeit, mit einem Ziel, mit einem Plan. Die Gerechtigkeit. Und die acht Münzen, interessante Energie. Ja, und das glaube ich ist das, was hier bei euch ein bisschen gefragt ist mit dem Ritter der Münzen. Ich glaube, die Zeit, die ihr gerade in euch selbst investiert oder in euer Umfeld oder in was auch immer, worin auch immer ihr eure Energie gerade investiert, es sollte am Ende das Ergebnis haben, dass ihr wieder das Gefühl von Balance verspürt, dass ihr wieder das Gefühl habt, das geht alles mit rechten Dingen zu. Oder genau so habe ich es mir vorgestellt. Die Gerechtigkeit ist auch eine Karma-Karte. Das heißt, vielleicht klärt ihr hier wirklich alte Geschichten, alte Sachen, die ihr so lange mit euch herumgeschleppt habt. Gebt mir eine Sekunde, meine Lieben. Ich versuche diese The Muse Tarot-Karten, die sind so, so vielseitig in ihrer Deutungsweise. Den Impuls, den ich hier noch bekomme, auf dieser Gerechtigkeitskarte, da sind zwei Wege drauf. Vielleicht geht es auch wirklich darum, herauszufinden, welchen Weg will ich einschlagen? Worin investiere ich künftig meine Zeit? Was ist der richtige Weg für mich? Woran muss ich arbeiten, um auf den richtigen, um auf den für mich richtigen Weg zu kommen? Und was muss ich vielleicht dabei auch hinter mir lassen? Denn diese Resilience-Karte und diese Surrender-Karte heißt definitiv irgendeine alte Geschichte nicht mehr auf diesen neuen Weg mitnehmen. Sehr interessante Botschaft, meine lieben Wasserzeichen. Ich glaube, dass ihr wirklich viele Antworten gerade sucht. Ich glaube auch wirklich, dass ihr schon so ein bisschen in dem Eremitenmodus seid. Sehr bei euch, euch wirklich sehr mit dem beschäftigt, was da passiert. Wirklich versucht, in euch hineinzulauschen. Wo geht's hin für mich? Wie komme ich wieder in Balance? Was muss ich tun? Ne? Acht Münzen. Was muss ich tun, damit ich diese Balance wieder spüre? Ob in mir oder in meinem Außen. Aber ich glaube, das sind so ein bisschen die Gedanken, die ihr euch da macht. So, liebes Universum, ich hätte gern eine Botschaft für meine Wasserzeichen zum Löwe-Portal. König der Schwerter, König der Münzen. Nehme ich beides als eure Energie wahr? Es geht wirklich darum, wieder ganz klar ein Ziel zu bekommen. Ein Ziel, ne, hier ist diese Wassermann-Energie. Den Dingen, das habe ich in meinen Vollmond-Readings gesagt. Facing it. Die Dinge als das betrachten, was sie sind. Die Dinge nicht mehr wegschauen, nicht mehr unter sich vielleicht auch wirklich seine eigenen Belastungen oder seine eigenen Lasten oder das, was einen so schwer macht, das, was man loslassen soll, als das klar erkennen können. Männliche Energie, auch wenn du eine Frau bist, ins Handeln kommen, sich zurückziehen, einen Plan machen, wo will ich hin? Was belastet mich? Was stört mich auf meinem Weg? Was bringt mich in
Disbalance. Und eben dann auch in die Handlung zu kommen für sich selbst, für sein eigenes gutes Gefühl, klare Entscheidungen zu treffen. Das will ich nicht mehr oder das will ich. Wundervolle Energie, Königin der Münzen. Das muss ein perfekter Gegenüber für mich haben. Sich vielleicht auch nicht mehr in irgendeiner Art und Weise mit Kompromissen zufrieden geben. Ich weiß nicht, warum ich den Impuls gerade bekomme, aber der König der Schwerter, der sagt ganz klar seine Meinung, was er erwartet, was er haben will. Eine weitere Information für meine Wasserzeichen. Ja, meine Lieben, bei euch geht es definitiv um diese Klarheit. Klarheit über euch, Klarheit über das, was euch Kräfte gezehrt hat, das, was euch vielleicht auch so belastet hat, dass ihr euren eigenen Wert eben nicht so klar erkennen konntet. Entscheidungen treffen, Entscheidungen, mit deren Konsequenzen ihr leben könnt. Denn die Gerechtigkeit, da sehe ich immer einen Richter, der trifft eine Entscheidung, die hat eine Konsequenz. Eine zu eurer Entscheidung vielleicht auch zu stehen oder zu eurer Wahrheit zu stehen. Vielleicht ist diese Belastung hier, dass ihr mit dem Eremiten ganz viele Dinge mit euch ausgemacht habt, weil ihr das Gefühl hattet, das versteht vielleicht jemand nicht oder ich will nie, für niemanden eine Belastung sein oder was auch immer das ist. Der König der Schwerter als auch das Ass der Schwerter, der steht zu sich, der spricht seine Wahrheit, der lebt seine Wahrheit, der geht seinen Weg. Der investiert in die Dinge, die für ihn richtig und wahr sind, weil sie ihm diese Balance geben. Das, was ich hier sehe, meine lieben Wasserzeichen, ist definitiv ein klareres Statement zu euch selbst. Und das, was ihr für richtig empfindet und das, was ihr haben wollt. Warum liegt das Ass der Schwerter hier, liebes Universum? Warum liegt das Ass der Schwerter hier für meine Wasserzeichen? Ja, meine Lieben, eine ganz klare Definition von dem, was euch wichtig ist. Die 10 Münzen sprechen von einem Umfeld, einer Familienstruktur, einer Beziehung, was auch immer. Das ist Ankommen-Energie. Das ist, ich habe alles, was ich brauche. Nur um das vielleicht klar zu sehen, was man braucht, muss man erstmal das loswerden, ne? Was einem die Sicht vielleicht vernebelt. Bei euch geht es definitiv um Erkenntnisse. Und auch um Erkenntnisse, was euren eigenen Wert betrifft. Ich würde jetzt gerne mal wissen, bevor ich hier weiter drauf eingehe, was ist diese Belastung hier, liebes Universum? Was ist diese Belastung hier für meine Wasserzeichen? Was ist diese Belastung hier für meine Wasserzeichen? Der Page der Schwerter. Ja? Vielleicht wirklich diese klare Erkenntnis darüber. Was auf euren Schultern so lastet. Vielleicht setzt sich dieser Eremit damit auseinander, mal wirklich festzustellen, was macht mir in meinem Leben eigentlich so zu schaffen. Der Page der Schwerter, der hat immer neue Erkenntnisse. Wo lade ich mir die Lasten von anderen auf, weil ich einen Mutter-Teresa-Komplex habe oder keine Ahnung. Es geht hier, wie gesagt, bei euch geht es hier definitiv um wichtige Erkenntnisse. Auch um wichtige Erkenntnisse, dass ihr euch vielleicht gesunde Grenzen setzen müsst. Dass ihr nicht der Nabel der Welt seid und jedem helfen müsst. Denn ich weiß, dass das ein Problem der Wasserzeichen ist. Ihr könnt jedem helfen, solange es für euch keine Belastung darstellt. Aber wenn ihr euch die Sorgen und Nöte und was weiß ich, der Welt auf euch ladet, könnt ihr niemandem helfen, weil ihr irgendwann unter dieser Last zusammenbricht. Also ich glaube, hier geht es ein bisschen mehr darum, für euch, für eure Wahrheit einzustehen. Warum liegen die 7 Stäbe hier, liebes Universum? Warum liegen die 7 Stäbe hier? Vielleicht war auch genau das
Vielleicht bekommt ihr eine Erkenntnis darüber, was auf euren Schultern gelastet ist, hat, wie auch immer, was euer eigenes Vorwärtskommen irgendwie verhindert hat. Wo habt ihr euch vielleicht aufgeopfert? Wo habt ihr euch nicht gut genug um euch selbst gekümmert? Wo habt ihr eure eigenen Ziele ein bisschen aus dem Auge verloren und seid deshalb in Disbalance geraten? Wichtige Erkenntnisse liegen hier mit dem Pagen der Schwerter, dem König der Schwerter und dem Ass der Schwerter. Eine Zusatzbotschaft hier für meine Wasserzeichen. Die zwei Stäbe. Und die Königin der Kelche. Meine Lieben, es geht hier wirklich darum, wieder eure Ziele, das, was euch wichtig ist, wieder ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, eure Wahrheit zu leben, das, was euch erfüllt, in den Fokus zu nehmen, euer eigenes Vorwärtskommen wieder in den Vordergrund zu stellen. So nehme ich das wirklich wahr. Denn der Ritter der Münzen, der geht vorwärts, der macht sich einen Plan, der schmiedet wieder Pläne, was sein eigenes Leben angeht. Also, ich glaube wirklich, ich glaube, dass dieses ganze Reading da sich darum handelt, den Fokus wieder mehr auf eure eigenen Ziele zu legen. So, dass ihr das Gefühl habt, ja, ich bin wieder in meiner Mitte. Ich bin wieder bei mir angekommen. Ich fühle mich wieder. Ich fühle auch wieder sowas wie Erfüllung oder wie Liebe. Ne, die Königin der Kelche. Ich fühle wieder Liebe für die Dinge, die ich tue, für mein Leben, für die Menschen, die mich umgeben. Vielleicht ist das alles ein bisschen unter so einer gewissen Belastung in den Hintergrund gerückt. Es ist an der Zeit, so die Dinge zu tun oder in die Dinge Zeit und Energie zu investieren, die euch das Gefühl von Balance wiedergeben, die euch wieder in euer Element zurückbringen. Und auch wirklich hier ins Handeln zu kommen. Meine lieben Wasserzeichen. Ich hätte gerne noch eine Zusatzbotschaft. Eine Zusatzbotschaft. König der Kelche. Power Couple, meine Lieben. Ich glaube, ja, wow. Löwe-Portal-Energie an der Unterseite des Decks. Ich glaube, meine Lieben, dass ihr ganz viele Möglichkeiten hier auf den vier Kelchen nicht sehen konntet, weil sie eben überschattet waren von diesen Belastungen. Nun ist es wirklich an der Zeit, ganz klar zu erkennen und den Mut und die Kraft zu haben, hier ins Handeln zu kommen und euch aus diesen Lasten, Belastungen, was es auch immer ist, zu befreien, damit ihr sehen könnt, was das Universum euch zeigen will. Das Universum will euch hier vielleicht eine neue Beziehung oder überhaupt eine Beziehungsdynamik, eine Chance zeigen, die ihr vielleicht nicht sehen konntet bisher, meine Lieben. Aber sie wird sich klar zu erkennen geben, wenn ihr es schafft, euch erstmal mit dem zu kümmern, was euch ein bisschen die Sicht versperrt. Sobald ihr eine klarere Sicht auf euch, auf euren Wert, auf eure Ziele, auf das, was ihr haben wollt, die 10 Münzen. Sobald ihr das ein bisschen klarer für euch definieren konntet, seht ihr auch neue Möglichkeiten, die seht ihr gerade noch nicht, die neuen Möglichkeiten oder die Klarheit oder die Erkenntnis. Ich glaube, sie ist euch noch nicht ganz zugänglich geworden, weil es eben vorher diese Lasten loszuwerden gilt. Schönes Reading, meine Lieben. Ich finde es auch schön. König der Kelche und Königin der Kelche, sie schauen sich an. Vielleicht geht es auch wirklich darum, euch wieder für die Liebe zu öffnen. Vielleicht liegen auf eurem Herz so viele Altlasten, dass ihr irgendwie kühl geworden seid, dass ihr sehr pragmatisch und sachlich an irgendwelche Dinge herangeht. Irgendeine Erkenntnis möchte sich für euch zeigen.
Ich lasse das hier für den Moment so stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf alles nochmal genauer eingehen möchte. Aber ich habe das Gefühl, für diejenigen, die sich das Zusatzreading nicht anschaut, es möchte sich etwas Neues für euch präsentieren. Ganz klar. In dieser Löwezeit. Etwas, das ihr jetzt vielleicht noch nicht sehen könnt. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist wirklich ein paar Dinge, die euch beschweren, diese Belastungen, diese Altlasten, was auch immer es ist, euch damit auseinanderzusetzen. Denn ich glaube, diese Erkenntnis oder diese Klarheit kommt in diesem Prozess. In diesem Prozess, in dem ihr wieder nach Balance sucht. Gut, meine lieben Wasserzeichen, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Ciao!